Was ist eine proximale Humerusfraktur? Eine proximale Humerusfraktur ist ein Bruch im langen Oberarmknochen am Schultergelenk. Bei einem jungen Menschen kann diese Art von Pause nach einem schweren Trauma an der Schulter auftreten. Häufiger kann eine proximale Humerusfraktur auftreten, nachdem eine ältere Person mit Osteoporose gestürzt ist. Während der Knochenentwicklung bilden sich am Ende des Humerus am Schultergelenk vier Wachstumsplatten. Diese Platten bestehen ursprünglich aus Knorpel und geben dem Knochen Flexibilität und ermöglichen es ihm, an Länge zu wachsen. Wenn der Oberarmknochen reif ist, verfestigen sich die Wachstumsplatten zu Knochen. Sie sind jedoch anfällig für Brüche, wenn die Patientin stürzt und auf ihrer offenen Hand landet. Der verletzte Patient hatte normalerweise Schmerzen und Schwellungen in der Schulter nach einer proximalen Humerusfraktur. Anamnese und eine Beschreibung des Sturzes oder Traumas geben dem Arzt einen Hinweis auf eine Fraktur. Röntgenstrahlen aus verschiedenen Winkeln wären erforderlich, um die Diagnose zu bestätigen. Eine Computertomographie könnte ebenfalls durchgeführt werden, um eine bessere Sicht auf die Fraktur zu erhalten. Wachstumsplatten des Humerus teilen das proximale Ende an der Schulter in vier Teile auf: den humoralen Kopf, den großen Tuberkel, den kleinen Tuberkel und die Diaphyse oder den Schaft. Die meisten Frakturen des proximalen Humerus werden als nicht disloziert betrachtet, was bedeutet, dass keiner dieser vier Abschnitte mehr als ein Zentimeter voneinander entfernt war. Nicht dislozierte Frakturen werden normalerweise behandelt, indem der Arm für 7 bis 10 Tage in einer Schlinge immobilisiert wird. Dadurch kann die Schwerkraft den Oberarmknochen an der richtigen Stelle halten. Die Knochenheilung sollte in 3 bis 6 Wochen beginnen. Wenn einer der vier Endbereiche einer Schulterfraktion mehr als 1 Zentimeter voneinander entfernt ist, spricht man von einem versetzten Bruch. Versetzte Frakturen werden in zweiteilige, dreiteilige oder vierteilige Frakturen eingeteilt. Bei einem zweiteiligen Bruch wären 2 verschiedene Teile des Endbereichs des Humerus verschoben worden. Die meisten 2- und 3-teiligen Frakturen werden operativ behandelt. Der Chirurg kann eine offene Reposition durchführen, was bedeutet, dass ein Einschnitt in die Schulter erfolgt und die Knochenfragmente reduziert oder an ihren ursprünglichen Ort zurückversetzt werden. Knochenfragmente werden dann mit Stiften, Schrauben oder Platten an Ort und Stelle gesichert. Schwere 4-teilige Frakturen müssen auch operativ behandelt werden, der Chirurg kann sich jedoch für eine Hemiarthroplastik entscheiden. Eine Hemiarthroplastik ist ein Verfahren, bei dem das Schultergelenk durch ein künstliches Metallgelenk ersetzt wird, das sich in den Hohlraum in der Mitte des Humerus erstreckt. Das Gelenk wird dann am Knochen festgenäht, um es an Ort und Stelle zu halten. Physiotherapie ist ein wichtiger Teil der Heilung nach einer proximalen Humerusfraktur. Bewegungsübungen werden in der Regel 2 Wochen nach der Operation begonnen. Für eine vollständige Heilung muss der Patient der Therapie verpflichtet sein und eng mit dem Arzt zusammenarbeiten.